Daoui winkt Debüt im Pokal gegen den HSV. Vor dem Spiel gab es eine Teambesprechung. Da hat er zu mir gesagt, vor den ganzen Spielern, bei einem Stand von 4-1 oder 5-1 bringe ich dich nicht rein. Du bist mein Magic Moment. Dich bringe ich bei Rückstand oder Unentschieden rein, wenn ich das Spiel gewinnen will. Das Stadion war fast ausverkauft. 65.000 Menschen. Ich saß in der Kabine und hatte im Kopf, bei Unentschieden oder Rückstand werde ich heute reinkommen. Und dann ging's los. Wir gingen in Führung. Nach 10 Minuten hat der Gegner aber ausgeglichen. Mann, ey, so ein Kack-Feitschuss. Und kurz darauf ging der Gegner in Führung. Es kann nicht sein, ey. Und dann war Halbzeit. Es stand 2-1 für den Gegner und ich hatte die Worte vom Trainer im Kopf. Und ich wusste, wenn das Spiel so bleibt, dann ist es soweit. Also habe ich mich einfach nur auf meinen Einsatz vorbereitet. Ich habe mich an der Torlinie aufgewärmt und weil das Spiel so spannend war, habe ich die ganze Zeit zugeguckt. Auf einmal sagt der Athletiktrainer zu mir, dass ich 3 Sprints machen soll. Nach dem 3. Sprint meinte er, na, da viel Spaß, Junge. Nader Djendaoui kommt rein. Sein erstes Mal im Olympiastadion.